Rentner gehen, aber natürlich nicht. Monte! Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Bala Fanato! Jere Bastardo! Erschreck mich nochmal so nicht, erschreck mich selber vor den Spiegel! Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Alles klar! Sache mit der Times, da hieß es ja, dass schon am 10. Juli. Am 10. Was? War das echt so Nachrichten, Alter? Hat sie sich übel versprochen? Da hieß es ja, dass schon am 10. Juli. Oh, peinlich. Wenn das auch noch live war. Okay, sonst wäre es vielleicht nicht im Internet, aber Alter, peinlich. Wir schalten live nach Amsterdam zu unserem Außenreporter Marcel Ehres. Okay. Wer macht den nächsten Step in die Schachtel? Warte. Oh, lecker. Oh. Alle reintreten. Okay, siehst du das, wenn da so viele Leute laufen? Nein, bestimmt nicht. Schwierig. Hä, hey, Isa, warum gehst du auf? Die Shit-Stepping-Reportage. Die ist auch cool. Ich hab gedacht, wir gehen noch in die Zone. Der Termine. Ah, die geht ins Kino mit einem Kumpel. Auf welchen chemischen Prozess ist das Rosten zurückzuführen? Oxidation. Das weiß nicht mal ich und ich weiß schon wenig. Trimax, vom Problemschüler zum Top-Streamer? Ich war kein Problemschüler. Und meldet sich zwei Jahre lang überhaupt nicht. Das stimmt. Das könnte aber auch ich sein, Alter. Ich habe mich in der Schule auch so selten gemeldet, weil entweder wusste ich die Antwort wirklich nicht oder ich hatte keinen Bock, irgendwas zu sagen, weil am Ende war es eh falsch. Von daher. Und meistens habe ich gedacht, ach nee, ich melde mich nicht, ist eh falsch. Und die Lehrerin sagt genau das, was ich gedacht habe. Also wäre es richtig gewesen. Aber trotzdem hätte ich keinen Bock, mich zu melden. Einziger am ganzen Jahrgang muss er deshalb ein Stickerheft führen. Ja. Pro Woche soll er sich in jedem Fach dreimal melden. Ja, das war so der Stern. Boah, Alter, das schaffst du doch nie im Leben. Vor allem, was machst du, wenn die Lehrerin... Na gut, du musst dich ja nur melden. Stimmt, du musst dich nur melden. Du musst keine Antwort geben. Du kannst auch einfach irgendwas sagen. Kannst sagen, heute war ich frisch kacken, Mann. Wollen Sie gucken? Den Sticker. Auch bekannt als Trimax. Ist sie aus 140 Kilo? 2016. Gibt's auch wirklich solche Pullover und T-Shirts, da siehst du wirklich aus wie so ein 250 Kilo Mann, Alter. Erscheint das Handygame Clash Royale. Aber wie sah das Leben des Hamburgers vor der Bromance mit Montana Black? Das war sehr gut getroffen, die Zeichnung ist perfekt. Oh Gott, wer hat das gemalt? Kleine Marcel Ehres, soll bitte zu Kasse 1. Dankeschön. Danke für die gegifteten Subs, Ahne Banane. Ahne Banane? Geiler Name. Normaler Tag eines GTA-Cops. Hallo? GTA-Cops. Ja, übertreib. Schocker ist leer. Das heißt, wir müssen es jetzt anhören. Das ist der beste Polizist ever, rennt ohne. Rennt mit. Leeren Schocker rum, meine Fresse, war das ein Wort. Scheiße, Batteriefach verschluckt. Wer hat mit, was ist das für ein Schock, Alter? Der ganze Typ einfach weggesprengt. Was ist Seitan? Im Grunde so wie Tofu, du Geil. Was war das für ein Spiel? Der Polizeisimulator bestimmt. Ich habe mir auch schon mal überlegt, das zu holen. Sieht ganz witzig aus. Gestern habe ich mir Orcs Must Die 3 geholt. Das ist geil, das Spiel. Andere Leute spielen Pokémon Go. Wir spielen Rentner Go. Aber natürlich nicht. Monte! Sehr gut! Das darf nicht fehlen. Um die Rentner zu fangen, sondern wir stellen ihnen halt bloß Fragen. Entschuldigen Sie. Was halten Sie von dem Wetter heute? Das ist doch wunderschön. Ja, Pokémon, wir sind keine Pokémon. Sie sind keine Pokémon? Nee. Was machen Sie denn bei dem schönen Wetter? Was machen Sie? Leute anquatschen. Wirklich? Ja. Oh, das Mann. Ist. Ja. Ja, das waren ein paar Prachtexemplare. Guter Mann, wo kommt man hier zum Bahnhof? Aber ob die sich das auch bei jungen Leuten trauen? Ich sehe oft solche Videos, die trauen sich immer nur Rentner anzusprechen, nie irgendwelche junge Leute. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, einen aufs Maul zu kriegen. Ja, danke. Der Autismus schiebt aber ganz anders. Was für nicht mal 900 hat man denn? Na jetzt.
mal in der Grundschule einen Breakdance drauf gemacht. 921. Oh. Kettenreaktion, Alter. Mach's einfach faul und alle. Ist das der Hugo vom hungrigen Hugo? Ja, ist bestätigt. Call Hugo. Ja, wir können anrufen, Alter. Ich hab die Nummer. Bist du wirklich das Kind aus dem Spot? Das bin ich. Wie kommt das? Hat dich deine Mutter dahin gezwungen? Ich bin einfach hingegangen zum Casting und dann war ich da. Beste, Alter. Ich bin einfach hingegangen und dann war ich da. Das hätte von mir kommen können. Sehr gut. Ich bin einfach hingegangen und dann war ich da. Das ist gut, Alter. Das ist gut. Ultra krass. Wie kamst du dazu? Ich wollte auch immer so ein Kind in der Werbespot sein. Die heißen dann nicht mehr Kinderriegel, die heißen dann Schreiriegel. Wer eine Frage hat, jetzt nochmal kurz. Ich drei Fragen würde ich nehmen an Hugo. Woher kommt der Name Hugo? Also viel, ich glaube, manche wissen schon, aber... Ich denke immer aus South Park. Der Name kommt tatsächlich aus South Park. Kennst du die Serie? Ich wusste es, weil da gab es nämlich auch zwei Folgen sogar, wo so ein Äthioptiker-Junge, ach, keine Ahnung, aus Afrika kommt der und der heißt Hungriger Hugo. Also Cartman gibt ihm den Namen... Ja, ich glaube, das war Cartman. Gibt ihm den Namen Hungriger Hugo. Natürlich South Park mit dem... Wer hat Kenny getötet? Ja, genau. Da war einmal so ein kleines afrikanisches Kind und den haben die Hungriger Hugo genannt. Genau, genau. Jetzt steht er voll auf dem Schlauch. So ein Humor-Ding ist das, ja? Voll dumm, Alter. Aber wie viele Folgen gab es mit Hungrigen Hugo? Zwei oder drei? Weil, wo zum letzten Mal auftauchte, bringen die den auf einen anderen Planet. Gut, nächste Frage. Wer schickt dir das zu? Woher holst du den Content? Ja, also das mit dem Zuschicken. Jetzt tut mir leid an den Chat und an die Leute, aber die meisten Zuschauer schicken eigentlich nur Scheiße. Wo nimmst du das Recht, den Content von anderen Leuten zu nutzen? Einfach aufgelegt. What's gonna be the key in the next game you have? Play very defense. It's very important to save everything hinten. $800 Global Series Points, $15,000. Sagt er. Monte nach Amsterdam Urlaub endlich wieder am Streamen. Er hat den Chat bestimmt vermisst. Immer dieses Streamen. Seit 3 Tagen übelst Durchfall. Ich verstehe. Ja, und jetzt dann schmeckt mein Toast noch viel besser, danke dir, Digga. Jetzt fehlt nur noch der Typ, der immer spendet und fragt, was mit dem Reddit ist. Kaut sie mit dem Zweiter, aber Monte, wie läuft's mit Reddit? Guten Abend, Harry, ist schon in Planung, wann der Reddit am Start geht. Real Talk, ich werde deine Donation einfach nicht mehr vorlesen, die nerven mich. Er stellt immer dieselbe Frage, der kleine Hoden-Kobold. Die Maske hilft ja nur dabei, falls ich es habe, dass ich keine anderen Leute anstecke. FFP2 schon? Ach, keine Ahnung, was das ist, Bruder, ich habe meine Stoffmaske getragen. Da blickt man auch nicht mehr durch mit die ganzen Maske, sag ich euch ganz ehrlich, Digga. Stimmt ja eigentlich, die Maske schützt nicht dich selber, sondern nur den, der dir gegenübersteht. Das ist der Sinn hinter den Masken. Also deswegen funktioniert das System auch nur, wenn alle eine Maske tragen, ansonsten bringt es nichts. Das Problem ist, die Masken, die medizinischen, darf man eigentlich nur, glaube ich, 45 Minuten tragen. Danach musst du sie wechseln, weil dann der Schutz nicht mehr wirkt. Und das macht kein Mensch! Wenn du eine 2 Stunden einkaufen bist, in einem großen Einkaufszentrum, was weiß ich hier, Kaufland, das ist ja schon ziemlich groß. Und da ist man nicht in 5 Minuten einfach mal durch, wenn man einen Großeinkauf macht. Wenn du jetzt so eine Packung Eiscreme brauchst oder, was weiß ich, so eine, vielleicht ein Glas Zucker oder so, dann brauchst du 5 Minuten. Aber sonst rennst du da 2 Stunden durch, da wechselst du nicht mittendrin deine Maske. Wer macht denn sowas? Ja. Ja. Horror. Oha. Jetzt wird's ernst. Junge. Den Junge. Hut möchte ich. Beste, ich will den Hut. Aber das sieht aus wie nur ein Deko-Hut, kein echter. Junge, er guckt aber auch wirklich auf jeden Bild gleich. Das ist so geil. Vielleicht hat er das auch nur editiert. Haben die englischen Fans mit dem Laserpointer Schmeichel abgelenkt? Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Was ist denn so?
Auch als er seinen Job als Pizzabote und das Studium hinschmeißt, obwohl er mit YouTube zu dem Zeitpunkt gerade mal 20 Euro im Monat verdient. Das ist aber viel. Du kriegst nicht mal eine Auszahlung. Was? Ich schmeiß meinen kompletten Job hin, alles über Bord. Ich verdiene, mach's gut, Chef, ich verdiene 20 Euro im Monat mit YouTube. Was soll ich mit den 1600 von Ihnen? Voll dumm. Ich verdiene 20 Euro im Monat und schmeiß das Studium hin. Wer schmeißt denn mit 20 Euro im Monat das Studium hin, Digga? Ach, ich glaube, es gibt schon so einige Bekloppte, die da denken, yo, ich starte jetzt voll durch, ich verdiene schon 20 Euro, ich werde Millionär. Wer glaubt das noch? Was, wenn das jetzt irgendein 50-Jähriger sieht und sich denkt, oh, ich verdiene jetzt 20 Euro mit Stream, scheiß auf Studieren. Super. Eben hat mir ein Student geschrieben, ich kann mir 30 Euro im Monat nicht leisten. Dann bricht dein Studium ab. Rudi, ich muss los. Oh, sehr geil, Alter. Da drin ficken wäre geil. Erzählt mir jemand, der noch nie gefickt hat. Wenn du denkst, da drin ficken ist geil, Digga, dann glaubst du auch noch an den Weihnachtsmann. Gibt's den nicht? Oh, ist das denn da für einen tollen Typ? Erkennst du ihn nicht wieder? Nee. Wer ist das? Das ist dein Mann, mein Vater. Okay, jetzt ist es aus, das war's. Drei wunderschöne Menschen in einem Bild. Das ist der Rainer. Ich mag lieber griffige Leute, wie ein Hungerhaken. Ich bin besser als du. Mein Leben kann man ein bisschen mit dem Tod von Jesus vergleichen. Jetzt wird's aber wirklich ernst. War es auch in Amsterdam so geil sein? Ja, Suchti, ich war mit meiner Freundin im Urlaub. Eier, Mann, der Gargallo. Er hat hier einfach Time Splitters stehen, Mann. Krass, Alter. Beste Spielereihe für die PlayStation 2, die es je gab, Mann. Ich freue mich schon auf den vierten Teil. Da wurde letztens, haben sie gesagt, da kommt ein vierter Teil. Aber ich habe so das Gefühl, die werden den vierten Teil sowieso verkacken. Wie viele Spiele, die von damals zu heute neu kamen. Ich meine, da kam Tony Hawk's Pro Skater 5. Pro Skater 5. Und die haben es einfach total verkackt. Die haben es nicht so hingekriegt wie die anderen Pro Skater. Nein, die haben es total verschissen. So, abends habe ich dann zu ihr gesagt, du Schatz, ich habe keinen Bock, dich jetzt zu f***en. Ich fahre jetzt im Pf. Hat sie gesagt, okay, alles cool. Ja, man hat ja auch noch andere Themen drauf, außer F'en. Da habe ich den Pf getestet. Macht Sinn, okay? Oh, das war schade. Das war ein geiles Video. Also, das hat mich zum Lachen gebracht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht gefallen, abonnieren. Bis dann, verabschiede mich. Und bin damit raus. Ein Splitter, das könnte ich auch mal wieder zocken.